Ein herzliches Willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Redemption. Hier haben wir einen neuen Kumpel, der will unbedingt zu uns. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! So. Sind wir alle beisammen? Hier stehen Leute. Lilly, kannst du eigentlich hier rüberschießen? Nein, warum konnte dieser andere Trottel zu uns kommen? Total bescheuert. Gut, warte, bleib bitte hier. Alle hierher. Beschnappen die uns gleich, so. Weil ich weiß nicht, was da oben ist, ehrlich gesagt. Ihr sollt hier bleiben. Zu mir zurück. Also ich muss sagen, die ärgern mich gerade richtig. So, hier ist nichts Besonderes. Okay, verstehe. Na, Lilly, du nicht. Weil wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, warum sie von mir nichts mehr kriegt in solch, also schwere Waffen auf keinen Fall. Da hinten, hier wird auch was sein, aber das müssten wir ja schaffen so schnell. Was hat der? Nichts Besonderes, glaube ich. Lasst euch Zeit mit dem Schaden, das ist kein Problem. Da teilweise zuzuschauen, da wird einem schwummrig. Zur Hölle mit euch! So, da auch ein bisschen Blut saugen. So. Also hier rum, dann kommt Kriegsghoul. Ja, Schnellsauger. Sehr gut. Sehr gut, weil bei einem normalen Treffer fällt er halt um. Ne? Aber ich bild mir echt ein, also das war mit der Steuerung doch nicht so schlimm. Aber jetzt gerade, also sind die ja ultra dumm. Den einen hier nicht herhaben. Komm her. Was macht Lilly jetzt? Jetzt hat sie keine Pfeile mehr. Und denkt, sie ist eine gute Nahkämpferin. Kann das sein? Boah, Lilly stresst mich richtig, muss ich sagen. Ja, Tatsache. So, dann machen wir aber was anderes. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Die hat genug Munition und wechselt jetzt auch noch. Was ist mit dieser Frau los? Das gilt für die gesamte Party. Oder warum spackt die hier wie so eine Gestörte? Ich habe jetzt echt gerade gedacht, die hat keine Pfeile mehr. Oder ist es die Musik, die einen so irre macht? Komm her. Ich habe so langsam eine gewisse Wut hier gegen euch. Zur Hölle
Und das. Mhm, alles klar. Geht's noch? Die war doch in der Vergangenheit nie so stark. Was macht es? Ja, komm her. Gott. Ja, unterbrecht ihn. Lili, du machst mich wahnsinnig. Wirklich. Sie soll doch nicht einfach auf Nahkampf gehen. Bekloppt. Das macht mich fix und alle. Hier bleiben. Ich ziehe mich zurück. Oh Gott. Begleitet mich. Zur Hölle mit euch. Könnt auch mehr wieder ziehen. Ja, ich bitte. Genau. Perfekt. Ihr macht es so toll. Ich hab euch total lieb. Zur Hölle mit euch! Lili, tu mir mal den Gefallen. Mach mal den hier. Hier ist doch irgendwo so ein. Ach, das war's doch schon. Ja, das. Oh, das ist perfekt, was du jetzt machst. Das ist mal wirklich was Schlaues. Ausgesaugt, perfekt. Wir haben genug Zeug. Christoph. Oh Gott, ich. Boah. Die Musik ist super toll. Ich muss jetzt hier langsam raus. Nichts. So, Frechheit. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht, hier muss ich lang. Und hier renne ich gleich wieder in den nächsten Teppen. Glaub nicht. Ich ziehe mich zurück. Bereit machen. Kehrt zu mir zurück. Zur Hölle mit euch! Ich verstehe die Welt nicht. Was hält dieser Penner so viel aus? Lili, ich hasse dich. Ich hasse dich. Zur Hölle mit euch. Ich krieg den nicht hin. Nee, gibt's doch gar nicht. Ach, da, wo kommt der denn her? Lili, du nervst mich nur noch. Der bekackteste Charakter. Unglaublich. Das hat die ganze Zeit nicht gemacht und jetzt. Weiß nicht. Wechselt die Waffen andauernd? Kann ich doch nicht jetzt. Doch, kann ich. So. Tut mir leid, aber irgendwie anders funktioniert's ja nicht. Boah, das stresst mich so dermaßen, dass die da immer so einen Quatsch macht. Wahnsinn!
Ah, servus. Zur Hölle mit euch! Oh, so muss es sein. Nicht anders. War ich jetzt... Wo kam jetzt dieser Typ her? Hier, gell? Hier waren noch welche drin. Ja, ja, komm her. Okay, das war's. Dann geht's oben lang. Was ich hier Kreuze gefunden habe, mit denen man halt nichts anfangen kann. So. Ich liebe diese Musik, sie ist so toll. Muss ja dafür sorgen, dass die mitkommen und sich nicht wieder strunzedumm anstellen. Okay, strange. Achso, ich muss wahrscheinlich hier so rum. Wer war das? Kann man Charakter austauschen? Aber das kann jetzt sein, jetzt bin ich, tue ich hier vielleicht Unrecht. Weil, glaube ich, habe ihr nicht die Armbrust in die Hand gekriegt. Bin mir aber nicht sicher. So, und jetzt auf diesen dummen Wolf. Der Einzige, der brav, schön immer hinten steht, ist Samuel. Der ist wirklich brav. Aber du... Mit dir stimmt echt irgendwas nicht. Oh nein, keine Nahkampfwaffe in die Hand drücken. Was? Wieso nicht? Du? Der braucht drei Felder. Gut. Puh, war das anstrengend. Aber ganz ehrlich, nee, kurze Speicherung. Das ist mir hier tatsächlich vollkommen zu riskant, weil das will ich nicht nochmal machen. Die sind nicht schwer, aber die Lilly stresst mich so unglaublich. Ach, wo kommst du denn her? Gut. Kannst du da durchschießen, du Depp? Ja, prima. Dann gucken wir mal, ob ich gleich nicht noch mehr anlock hier. Eigentlich schon. Wie nennt sich das? Dankeschön. Oder diese Musik macht mich so blöd, dass ich so komisch spiele. Das könnte auch sein. Die verwirrt mich einfach. Das könnte sein. Hier, mach mal den. Oh Gott. Danke.
Hä? Ganz neu. Das ist so dumm. Ihr nervt mich so. Den lasst mal laufen, lasst ihn laufen. Nein, nicht das jetzt. Komm. So. Wo ist... Ah, da. Der ist auch gleich tot. Ich würde hier gern ganz kurz wechseln. Sehr gut. Lilly, jetzt machst du mal was richtig. Bleib dran, saug ihn aus. Das war in Ordnung. Okay. Oh, gar nicht gesehen. Christoph, guck mal, was wir da so Schönes haben. Du Scheiße. Muss ich nochmal so ein blödes Portal machen? Ich glaube fast ja, gell? Und wieder ein Kreuz. Juhu. So. Ah, endlich wieder ein Kreuz. Okay, ich habe echt gar keinen Platz mehr. Ja, wir machen das. Christoph, wir sind ja gleich da. Geht ja schnell. Achso. So. Heieieiei. Oh, yes. So. Oh, hier war die Lilly dumm. Ich werde aber ein Experiment machen. Und zwar, schau mal, was ich da liegen gelassen habe, wieder mal. Ich werde. Hey, schau mal her. Machen. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Lilly wird den Raketenwerfer einfach nehmen. Komm, ich benutze dich nicht. Lilly, du wirst nie wieder in den Nahkampf dürfen. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Oh, komm schon. Ganz und allein nur dir selbst. Ich kann nicht mehr tragen. Dann behalt's. Bin echt gespannt, ob das dann klappt. Bin ja echt neugierig. Mach's gut. Auch wenn's wahrscheinlich super riskant ist. Aber wir machen noch mal einen Versuch. Er hat ja bisher nicht geschossen. Halt, das können wir auch nachher machen. Ach, scheiß drauf, ich brauche nicht so viel Geld. Komm, lass es gut sein.
Da haben wir noch so einen Krusch liegen. Zack. Zack, zack. Verkaufen. Hey, schau mal her! Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob ich sowas Schönes schon mal gesehen habe. Aber ich bin seit der letzten Folge so dermaßen von der Lilly abgenervt. Hier, warte, geht wahrscheinlich nicht. So, weg mit dem ganzen Kruscht. Ach, komm schon! Das heißt ja schon, komm schon. Bin so gespannt, ob die auch so geistesgestört dann ist. Eine lustige Waffe eigentlich. Ach, der hat hier noch diese blöden Magazine. Oh, da müssen wir auch noch mal kaufen, kurz. So. Nervt Kuh, echt. Hey, schau mal her! Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? So, Gewehrgranate. Na, Gewehrgranate, Gewehrmunition. Bist du hier, König? Mehr Patronen. Du machst einen richtigen Job. Da muss ich sagen, das lief eigentlich recht gut mit dir immer. Oh, hier haben wir sie. Hier haben wir sie. Okay, Christoph. Du hattest ja nichts mehr. So, dann los geht's. Mach's gut! Schauen wir mal. Aber, wie gesagt, Orsi, und dann habe ich hier eigentlich alles erforscht, ne? Muss ich sagen. Kommt nur noch die Kathedrale des Fleisches. Halt falsch Weg. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wie ich die Punkte verteile, ne? Die nächste Aufgabe sein. Bin ich jetzt falsch? Ja, bin falsch. Hier einmal rum. Oh. Es ging doch noch mal nach oben. Das überrascht mich jetzt. Wie hoch geht's denn noch, Leute? Ah, das sieht doch... Oh. Ach. Ah, hätte ich das gewusst, dass der jetzt nur noch einmal... Ah, egal, komm. Guten Tag. Heute Nacht errichten wir eine große silberne Statue zu seiner Ehre. Und hinein kommt die Kraft des ältesten Bluts. Durch dieses Ritual werden wir herrschen. Ihr seid es also wirklich. Wir haben deine Taten in Wien nicht vergessen, Orsi. Bei meiner Seele, die Brucher. Kann das sein? Ekaterinas Brut? Wie außerordentlich. Wilhelm und... Wie war dein Name noch, Bursche? Merkt euch meinen Namen, Orsi. Denn der Teufel wird euch fragen, wer euch in sein freudloses Reich geschickt hat. Berichtet dem Teufel, Christoph Romo habe euch von der Erde gefegt. Christoph Romo, dessen Seele er niemals haben wird, solange es auch nur die kleinste Hoffnung für diese Welt gibt. Ah, ich erinnere mich wieder an dich, Kreuzritter. Ihr habt damals ein paar Rivalen für mich erledigt, diesen langweiligen La Sombra-Geistlichen. Ich erinnere mich daran, als wär's gestern gewesen. Ihr seid aus meinem Kerker entkommen, ihr bösen Jungs. Tut uns leid, dass wir dich damals nicht getötet haben. Wir machen das heute wett.
Mit einer Gallone Blut für jeden Tropfen, der von Alexandra vergossen wurde. Euer Hass ist so süß. Kinder, ich werde es mit einem viel wertvolleren Schatz wettmachen als nur mit meinem Blut. Es ist der Morgen einer neuen Ära voller Möglichkeiten, die wir in der alten Welt nur erahnen konnten. Damals dachte ich, die Kirche hätte Macht und so ließ ich euch Luther Black töten. Dann haben sich die Zeiten geändert und die Macht wurde den kurzlebigen Regierungen zuteil. Aber wisst ihr, wo die Macht wirklich entspringt? Du langweilst mich, Geschäftsmann. Jeder weiß, dass heute das Geld regiert. Falsch. Die sterbliche Macht vergeht. Es wird eine neue Ära beginnen. Ein Zeitalter, in dem wir Vampire die Welt wieder beherrschen werden. Ein unglaubliches Zeitalter. Und es beginnt jetzt, heute Nacht, zusammen mit dem neuen Millennium. Das neue Millennium beginnt erst im Jahr 2001. Psst, wir wissen, was wir tun. Denk doch einmal nach, Christoph. Eine Ewigkeit der absoluten Macht, ohne Vorsehenflutliche, die uns in Schach halten. Ihr habt euch also mit dem Dämon verbündet. Wo ist Vukodlak? Man kann auch überkritisch sein. Vukodlak handelt in unserem Auftrag. Wenn nicht, wird dein vorsintflutlicher Erzeuger auferstehen und dich ins Grab ziehen. Aber Vukodlak kann sie zuerst herausziehen und sich an ihnen weiden. Und wer wird ihn dann aufhalten? Aufhalten? Er wird die Macht mit uns teilen. Er wird unser rechtmäßiges Erbe als Götter der Erde zurückbringen. Ich kann dir einen Platz an seinem Tisch verschaffen. Deine alte Freundin hat sich ihm angeschlossen. Oh. Und du kannst das auch. Wie hieß sie gleich? Die kleine Nonne... Aneska. Genau. Nein! Oh. Was? Schnell! Ja, gut. Der macht da gar nichts. Wollte eigentlich noch Seelenstärke draufjagen, aber irgendwie... Oh, jetzt will er an meine Schwachen. Das ist nicht okay. Na, cool. Tschüss. Das ist geil. Das war witzig. Oh, wer ist da unten? Das ist ja cool. Gleich. Oh Gott, wie viele Punkte habe ich? Lecker, lecker, lecker. Muss ich nachher mal gucken, habe ich was Neues irgendwie in irgendeiner Art gelernt? Nee, das machen wir nachher in der Zuflucht. Ja, auf jeden Fall in der nächsten Pause. Ich will jetzt wissen, was meine Erzeugerin mir zu sagen hat. Ja, wenn ich vielleicht vorbeikomme. Dann machen wir uns nach Gedanken über eine gute Bewaffnung. So. Da ist niemand. Es ist so schade, dass ich diese Melodie dann nie wieder hören werde, glaube ich. Mach einen Irren, komm. Oh! Nee, von wegen, Ekaterina. Wo seid ihr jetzt schon wieder? Mich. Tun die mir was? Ich guck mal, ich glaube, die waren nie bösartig eigentlich. Werde ich gleich sehen. Mit wem spreche ich mit der Rotart? Mit Sil. Wo ist Vukodlak? Das können wir euch nicht sagen. Sagt es ihnen nicht, Schwestern. Der Unhold ist unter der Schwarzen Kirche im Norden. Dort werdet ihr ihn finden. Unten in seiner Kathedrale des Fleisches. Es wird euch nichts nützen, da er jeden Moment erwachen wird. Das war's. Ewig, wie geht's hier raus? Da hinten, oder? Raus hier.
Ja, also im Prinzip ist es jetzt zu spät. Hab mich so über die Katharina gerade gefreut. Man kann nicht alles haben. Also dann. Was ist mit euch? Warum lauft ihr bewaffnet durch die Gegend? Wir machen mal einen Abstecher. Huhnfrau. Was sie für uns hat. So, was hast du? Gesegneten Tag? Echt nichts Cooles. Kosten weniger. Komm, ich hab so viel Geld. Das macht man. Was haben wir noch? Dazu brauchen wir nicht als Kette des Blutes. Ja, auch was Schönes. Wie viel Geld habe ich noch? Her damit. So, also, entzücken, weg, Ehrfurcht, auch nicht, Heuball behalten, mal schwarzer Tod behalten, mal Pesthop, schwarzer Tod behalten wir. Das war das, was wir jetzt schön gekauft haben, das ist auch, was wir schön gekauft haben. Die Ratte verkauft man, brauchen wir nicht. Wir haben Erwecken, ich will, glaube ich, nochmal... dass jeder wirklich so eine Erweckungsgeschichte hat, weil ich echt keinen Plan habe. Könnte ich noch brauchen? Nee, Blutbeutel habe ich. Also, gesegneten gut. Tag. Ja, gesegneten Tag. So, dann noch mal kurz Diamantenarmband. Was habe ich jetzt hier? Wir haben hier Blutkosten nicht mehr so hoch. Denn, ach so, ich bin doch ein Idiot. Das hätte ich doch auch gleich verkaufen können. Willem, guck mal, was du mit dem Zeug anfangen kannst. Das gebe ich dir auch mal. Das war auch ein Diamanten, weil Blutvorrat ist für dich, glaube ich, auch nicht schlecht. Die sind echt nicht der Hit. Also deswegen in der Disziplin auf jeden Fall. Goldarmband. Gucken noch mal schnell rein. Gesegneten Tag? Vielleicht gibt es hier jetzt noch mal was anderes. Nö. Das war's jetzt wirklich. Okay. Gesegneten Tag. Jojo. So, dann gehen wir jetzt in unsere Zuflucht und dann machen wir uns Gedanken in der nächsten Folge, wie, wo, was, wie jetzt die Punkte reinstecken. Ich werde nochmal mit der Fnall sprechen, ob er vielleicht irgendwas Neues dann weiß. Das können wir eigentlich auch noch schnell machen. Und dann, ja. Halt. Hier. Hast du mir noch was zu sagen? Hallo, Dev ist momentan nicht da. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Piep, 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 ich hab euch lieb. Gut, der ist immer noch so bekloppt, hervorragend. Also, Sodli.
dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.